Und ich begrüße euch heute alle herzlich zu einem Webinar mit dem André Wolf vom Verein Mimikama. Es geht um Fake News, es geht um Falschmeldungen, ein Thema, mit dem wir in den Zeiten ja von Social Media immer häufiger auch konfrontiert werden. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man Leute hat, die sich professionell mit dem Thema auseinandersetzen, die auch Strategien erarbeiten, wie man Fake News erkennt und aber vor allen Dingen auch Aufklärungsarbeit leisten. Ist es jetzt wirklich so, wie es dargestellt wird, oder wurden da wieder Bilder, Texte aus dem Zusammenhang gerissen und gepostet? Von daher, André, herzlichen Dank, dass du heute Abend hier mit dabei bist. Erzähl mal gerade, Mimikama, was ist das für ein seltsamer Name und was ist das für ein Verein? Was macht ihr da? Gut, erstmal hallo von meiner Seite aus. Freut mich, dass ich heute dabei sein darf. Also mein Name ist André Wolf vom Verein Mimikama. Der Verein Mimikama ist ein Verein gegen Internetmissbrauch, gegründet in Wien. Ich wohne jetzt mittlerweile auch in Wien, bin dahin gezogen, um für den Verein zu arbeiten. Der Verein selbst besteht aus zwei hauptamtlichen Mitarbeitern. Das ist einmal der Gründer Thomas Wannmacher, der immer schon hier gewohnt hat, und halt mir. Wir haben noch daneben zwei redaktionelle Kräfte, die so den gesamten Tagesablauf machen. Das heißt, wir veröffentlichen viel. Das meiste, was wir machen, ist halt dazu gedacht, dass es auf unserem Blog mimikama.at veröffentlicht wird. Da haben wir mittlerweile über 17.000 Blogartikel seit 2011 verfasst. Wir haben monatlich so zwischen 3 bis 4 Millionen Leserinnen und Leser. Ja, und das ist halt das, was wir den ganzen Tag machen. Wir sind den ganzen Tag auf Social Media, decken Falschmeldungen auf, geben aber auch gleichzeitig Nachhilfe auf Social Media, halt wie man sich auf Social Media verhält, was man dort trifft, wie man seine Privatsphären schützt, wie man sich vor schlimmen E-Mails schützt und so weiter. Und das alles macht Mimikama als Verein hier in Österreich, für Deutschland natürlich auch. Das klingt unheimlich interessant und ich glaube, wir kommen auch noch dazu, wo du uns den Verein oder die Seite, das Projekt noch mal genauer vorstellst und auch wo so der Kern eurer Arbeit liegt. Aber erstmal zum Begriff Fake News. Wir haben ja jetzt hier auch in dem Projekt Smartphone entdecken ein Publikum, was ja eher so aufgewachsen ist mit öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern, ARD, ZDF, wo die Tageszeitung eine gewisse Rolle der Informationsgestaltung auch spielt. Wie präsent ist denn dieses Thema Fake News denn wirklich im Internet und vor allen Dingen auch in den sozialen Netzwerken? Fake News an sich, ja, also das, was wir täglich, jetzt habe ich euch gerade einmal kurz weggeschaltet, weil ich die Folie gesucht habe. Der Begriff Fake News ist ja erst seit 2016 da geprägt von Donald Trump. Wir haben vorher immer gearbeitet mit Begriffen wie Falschmeldungen, Hoaxes, von mir aus auch Fakes oder urbane Legenden. Aber der Begriff Fake News kam halt durch Trump, wurde als politischer Kampfbegriff häufig genutzt. Das, was viele damit assoziieren mittlerweile, also Falschmeldungen im Netz, Propaganda im Netz oder halt generell Manipulation, Desinformation und Missinterpretation hat natürlich zugenommen. Das liegt aber auch daran, weil viel mehr Menschen Social Media nutzen. Social Media ist eine Plattform oder sind Plattformen, die jeder von uns einfach und kostengünstig nutzen kann und die dementsprechend in unser alltägliches Leben gerutscht sind. Social Media, um das kurz so ein bisschen zu beschreiben, was sind Social Media Kanäle überhaupt? Man spricht bei Social Media von allen Arten von Kanälen, auf denen Menschen digital miteinander kommunizieren, in denen sie Inhalte austauschen, in denen sie sich verknüpfen, in denen sie von mir aus auch streiten oder sonst wie sich unterhalten. Das ist Social Media, also ein bisschen diese klassische griechische Agora, wie man sie noch früher aus den Geschichtsbüchern kennt, umgesetzt auf die heutige digitale Zeit. Das ist Social Media. Okay. Grundsätzlich möchte ich nochmal alle Zuschauer, sind ja einige mit Kamera, einige ohne Kamera mit dazu geschaltet, einfach einladen. Wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen habt, meldet euch einfach. Wir können hier das hier in Dialog eintreten. Ihr könnt es einfach auch in den Chat reinschreiben. Ich werde die Fragen dann aufnehmen und entsprechend dann auch an André auch weitergeben. Ja, du hast vollkommen recht. Social Media Verhalten und vor allen Dingen die Nutzung von sozialen Netzwerken, die nimmt immer mehr zu. Ich habe auch das Gefühl, dass, wenn früher irgendwie klar war, man hat wenige
Nachrichtenkanäle, über die ich mir meine Informationen beschaffe, die ja, die einen gewissen Grad der Seriosität haben, ist das heute eher andersrum. Ich habe ganz viele Nachrichtenkanäle, weiß aber nicht so genau, wie ich mit diesen Nachrichten umgehen kann. Ich würde dich einfach mal bitten, hast du irgendwie mal so ganz konkrete Beispiele über Falschbild und Hoax, womit ihr in eurem Arbeitsalltag zu tun habt? Gerne, ich habe auch noch ein paar andere Sachen so mit dabei. Sprich, jetzt habe ich es gerade weggeklickt, ich will es euch ja gerne auch freigeben. Zack. Fangen wir den an. So, da haben wir nämlich das. Ach, jetzt habe ich wieder aus Escape gedrückt. Da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen an die Steuerung. Dieses auf Escape drücken, das schließe ich nämlich meine Folie immer. Das ist ganz clever, was ich da mache. So, jetzt aber nicht Escape drücken, sondern die Windows-Taste. Jawohl, jetzt klappt's. So, jetzt gebe ich euch meinen Bildschirm nämlich einmal kurz frei. So, und zwar, was haben wir? Social Media, wie gesagt, ist anders als das, was wir früher von unseren Medien kennen. Früher hatten wir bestimmte Relationen zwischen Sender und Empfänger und das ist heute halt ein wenig anders. Na, und die nächste Seite. Also, früher hatten wir halt wenig Sender, das kennen die meisten von uns von früher noch. Es gab erste, zweite, dritte Programm. Es gab auch im Radio drei, vier Sender und das war es halt. Wenn man gutes Wetter hatte, hatte man Überreichweiten und hat noch mehr Sachen reingekriegt. Was man sich merken konnte, früher waren halt in allen Sendern Journalisten, die sogenannte Gatekeeper-Funktion innehatte. Gatekeeper-Funktion bedeutet, Journalisten haben halt geprüft, welches Thema relevant ist, um es überhaupt zu senden und haben auch geprüft, ob dieser Inhalt überhaupt richtig ist. Das ist ganz wichtig gewesen. Was früher nicht gab, war die Resonanz auf Inhalte. Sprich, wenn ich etwas konsumiert habe, habe ich selten halt ein Feedback gegeben. Manchmal hat man einen Brief an den Intendanten geschrieben oder einen Leserbrief geschrieben in einer Zeitung, aber das war es auch. Und heute Social Media hat das Ganze ein bisschen verändert. Was heißt ein bisschen? Es hat sehr verändert. Jeder von uns ist zum Sender geworden letztendlich. Jeder von uns, der teilnimmt, ist zum Sender geworden. In dem Moment, wo ich mein Smartphone raushole, auf YouTube schaue, live gehe, bin ich ein Sender. Das führt natürlich dazu, dass diese gesamten Filterinstanzen weg sind. Das heißt, die Gatekeeper-Funktion, die Journalisten innehatten, sind nicht mehr da, denn die Relevanz, ob etwas wichtig ist zu senden, die bestimme auf einmal ich selbst. Gleichzeitig kann oder muss, fällt die Kontrolle weg, ob etwas stimmt oder nicht stimmt. Das heißt, jeder Empfänger ist in der Pflicht oder in der dummen Situation, selbst prüfen zu müssen, ob etwas stimmt oder nicht. Was ganz toll ist jetzt auf Social Media, das heißt, wir können jederzeit eine Resonanz geben. Wir können über die Kommentare direkt diskutieren und direkt ein Feedback geben. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiges Mittel. Ja, wozu hat das Ganze geführt? Und jetzt kommen wir natürlich zu den Dingen, die du gesagt hast. Viele, viele Fakes. Wir sprechen in erster Linie hier auch von Narrativen, sogenannten Narrativen, die immer wieder auftauchen, in die Falschmeldungen eingebettet sind. Das heißt, bestimmte Geschichten fühlen sich für mich wahr an und dementsprechend habe ich das Gefühl, dass sie echt sind. Die sind manchmal ganz harmloser Natur, wie zum Beispiel dieses HIV-Nadel im Kinosessel. Da heißt es, Vorsicht in der und der Stadt, wenn man dann ins Kino geht, werden dort HIV-Nadeln in einem Kinosessel. Das stimmt natürlich nicht. Das ist eine uralte Falschmeldung, die schon mehr als 10 Jahre alt ist, die auch in dem Sinne, so wie sie präsentiert wird, mehr oder weniger ausgestorben ist. Aber jetzt kommt der Punkt mit den Narrativen. Dieser Narrativ hat eben überlebt und der überlebt in verschiedenen Varianten. Da heißt es zum Beispiel, Vorsicht, HIV-infizierte Bananen wären auf einmal unterwegs und die würde man daran erkennen, dass die blutig wären. Also jemand hätte HIV-infiziertes Blut reingepackt. Ist natürlich Unsinn, aber wir haben es hier mit diesem Narrativ wieder zu tun. Und der hat sich auch weiterentwickelt. Das war, ist jetzt ungefähr 2 Jahre alt, da wurde dieses Foto hochgeladen, man sah eine Zapfpistole, da drin war eine Nadel. Das Foto an sich ist echt. Ein Mann in Kalifornien ist zur Arbeit gefahren, hatte vorher noch tanken wollen, hat dann in die Zapfpistole gegriffen und ja, da war halt eine Nadel drin. Er hat das Foto aufgenommen, ist zum Arzt, hat sich untersuchen lassen, er stellte sich heraus, es war nichts, es war irgendein Blödmann, hat einfach nur die Nadel reingepackt. So, und seine Tochter hat dieses Foto jetzt hochgeladen, hat einfach nur erzählt, was ihrem Vater passiert ist. Und jetzt ging die Geschichte los. Ein Mann von der Ostküste, der sich als Polizist ausgegeben hat, hat dieses Foto genommen
rote Kreise um die Nadel gemalt und hat gesagt, Achtung, das wäre das Neueste und wäre an allen Tankstellen, HIV-infizierte Nadeln wären dort zu finden, man sollte doch aufpassen. Und hier merkt man, dass dieses Narrativ hier schon wieder einfließt. Das Ganze ist wie immer, wie es auf Social Media typisch ist, variabel geworden. Das heißt, es kam irgendwann nach Europa in den deutschsprachigen Raum rüber und da sieht man auf einmal denselben Text, 100.000, 160.000 Mal geteilt. Und da merkt man, dass so die Geschichte, die klingt glaubwürdig, weil wir sie immer wieder gehört haben und dementsprechend sind wir davon überzeugt, dass sie funktionieren kann, auch wenn sie an sich ein Fake ist. Da gibt es natürlich viele verschiedene Beispiele von. Da haben wir dann zum Beispiel diese Nadel im Zug. Die basiert auch darauf. Das heißt, Menschen glauben wirklich, dass solche Sachen funktionieren, weil sie eben die Geschichten dahinter für glaubhaft halten. Okay, also du musst mir gleich wirklich mal erzählen, wie ihr an die ganzen Hintergründe einer solchen Geschichte kommt. Also was du jetzt gerade erzählt hast, dass also mit Mann, der sich als Polizist ausgegeben hat an der Ostküste, erzählt hier und dann nimmt das alles so seinen Lauf. Wie kommt man an solche Informationen? Das ist tatsächlich ganz klassische Recherchearbeit. Das heißt, wichtig ist, dass man bei solchen Meldungen die Ruhe bewahrt, dass man immer guckt, was für Details finde ich. Details ist ganz wichtig. Ich erinnere mich spätestens 20 vor 8 an den Begriff Details nochmal. Dann machen wir noch eine amüsante Abschlussrunde. Details sind ganz wichtig, dass man die beachtet. Was sieht man darauf? Welche Sprache erkennt man? Wo könnte etwas herkommen? Wie alt ist es? Und in diesem Fall durch die klassische Bildersuche bekommt man dieses Bild ohne den roten Kreis angezeigt als Suchergebnis. Und jetzt kommt etwas. Die Ursprünglichkeit eines Bildes erkennt man immer daran, wie etwas verändert wurde, beziehungsweise wie stark etwas nicht verändert wurde. Und wenn man ein Bild mit einem roten Kreis hat und dasselbe Bild ohne den roten Kreis hat, weiß man, aha, das ohne ist ursprünglicher, weil es unbearbeitet ist. Und dann guckt man sich an, was steht da dran. Und da erkennt man dann, das war ein Fund dann dementsprechend auf Facebook, der nach Facebook führte, zu einem Account einer jungen Frau von der Westküste der Vereinigten Staaten, die exakt diese Geschichte erzählt hat. Und daran konnte man erkennen, ihre Geschichte ist ursprünglicher als die Geschichte mit dem Roten Kreis. Und im Endeffekt guckt man dann auf Sekundärliteratur, das heißt, anhand ihrer Geschichte sucht man dann, ob die stimmt. Und auf einmal fängt man Medienberichte in der Ecke und kann sagen, ja, ihre Geschichte ist glaubwürdig und dementsprechend echt. Du hast es vorhin erwähnt, also ich sag mal, das Kommunikationsmodell mit Sender und Empfänger, das hat sich durch Digitalisierung und den digitalen Wandel ganz massiv geändert. Ich habe dazu heute passend, ganz witzigerweise, in meiner Facebook-Timeline ein Bild gesehen, eine Grafik, Experten im Wandel der Zeit, vom Professor, Doktorand, Journalist und heute Experte ist Claudia auf YouTube. Ja, also das heißt, das interaktive Netz, das zeichnet sich ja eben dadurch aus, dass jeder auch zum Produzenten werden kann, jeder auch was einstellen kann. Ist das dann jetzt irgendwie negativ oder schlecht zu bewerten, weil wir dadurch eben auch erhöht zu solchen Falschmeldungen kommen? Nein, das ist grundsätzlich nicht, in meinen Augen nicht negativ zu bewerten. Im Gegenteil, ich liebe Social Media. Ich finde, Social Media ist ein ganz wichtiges Instrument zur Kommunikation, wo auch jeder von uns eine Stimme bekommt. Wie bei allem, was es gibt, gibt es natürlich auch Nachteile oder Schattenseiten. Das heißt, man kann so ein großartiges Medium natürlich auch missbrauchen. Und das stellen wir täglich fest, dass jemand versucht, Scheinmehrheiten aufzubauen, dass jemand mit Falschmeldungen in die Welt geht, aus welchen Gründen auch immer. Und da gilt es halt, dass alle teilnehmenden Personen auf Dauer wirklich auch lernen und in der Lage sind, damit umzugehen und selbst unterscheiden können, okay, was ist richtig, was ist falsch, wobei die Begriffe ja eh dehnbar sind oder zumindest erkennen kann, was steckt dahinter und was will jemand erreichen. Und das ist dann wirklich ein wichtiges Ziel, auf das wir alle hinarbeiten sollen. Okay, danke schön. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, also da geht natürlich auch das nochmal das Angebot an alle anderen, wenn ihr Fragen habt, Rückmeldung habt, meldet euch einfach kurz, bringt die mit rein oder schreibt es in den Chat, fragt den André, jetzt ist er nämlich hier. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, du hast es gerade erzählt, so von dem Foto mit der Spritze und der Zapfsäule, wie das manipuliert wurde, verändert wurde, seinen Weg gemacht hat. Gibt es irgendwie aktuelle oder besondere Beispiele, wo eine solche Bildmanipulation eine ganz gravierende Auswirkung auf unser analoges Umfeld haben?
Aktuell, dass ein Bild wirklich was macht, weniger. Wir haben im Moment sind wir in der Zeit klassischerweise Oktober, November, wo die ganzen Traditionsverlust-Narrative immer auftauchen, wo uns gesagt wird, Achtung, wir würden unsere christlich-abendländische Kultur, was auch immer damit gemeint ist, verlieren durch irgendwelche vermeintlichen Islamisierungen und so weiter. Das erleben wir im Moment tagtäglich. Da haben wir immer wieder neue Beispiele und das Interessante ist, seit circa 2015 passiert das jedes Jahr, Oktober, November, halt in der Zeit vor Advent, dass irgendwelche Scheinbeweise kommen, wo wir anhand deren wir erkennen sollen, dass uns christliche Werte genommen werden. Das ist auf der einen Seite immer spannend, auf der anderen Seite aber auch gefährlich, weil dadurch unterschwellig immer wieder was nachfließt und immer wieder bleibt etwas hängen, auch wenn man weiß, dass es falsch ist. Aber dadurch, dass man es so häufig hört, also steter Tropfen höhlt den Stein, kommt immer wieder leicht im Kopf vor, ja, da könnte ja vielleicht doch was dran sein. Da gibt es wirklich ganz viele akute Beispiele. Da habe ich auch welche dabei. Also, das sind teilweise. Sind die an Lächerlichkeit gar nicht zu unterbieten, muss ich gestehen. Und ich scroll schon mal vor, dass ich gleich nicht so viel suchen muss. Kettenbriefe. Da haben wir sie. So. Das ist so der Klassiker, das hieß, das ist der seit 2015 im Umlauf ist, diese Klarstellung, ich feiere St. Martin und nicht Sonne, Mond und Sternefest, ich gehe auf den Weihnachtsmarkt, nicht auf den Wintermarkt und bla bla bla. Das sind wirklich diese Sachen, das ist wirklich schon lange unterwegs und das wird jedes Jahr durch teils auch bewusst gesteuerte Falschmeldungen immer wieder versucht zu beweisen, sodass sich das festsetzt. Beispiel Laternenfest, das ist super. Laternenfest ist sowieso ein super Beispiel, was immer wieder heißt, das Laternenfest würde wegen einer vermeintlichen Islamisierung St. Martin ersetzen. Das ist Quatsch. Gerade wir sind ja in einem evangelischen Talk. Wir Protestanten haben ja gar keine Heiligenverehrung. Dementsprechend ist es lustig, wir können nicht St. Martin feiern, aber wir finden das Fest ja so toll und haben das adaptiert. Das heißt, unsere Laternenfeste sind klassischerweise an St. Martin angelehnt. Und das haben halt viele nicht verstanden. Daher kommt der Name. Sehr, da haben wir das, was der Fokus dann hochgespült hat. Hier ein vermeintlicher Beweis, dass der Weihnachtsmarkt in Elmshorn jetzt islamisiert sei, weil er Lichtermarkt heißt, ist natürlich Quatsch. 2007 wurde der umbenannt. Die Interessensgemeinschaft der Einzelhändler vor Ort hat gesagt, okay, wir müssen das jetzt so ein bisschen peppiger gestalten. Wir machen einen Lichtermarkt, ist im Endeffekt ein Weihnachtsmarkt und hat sich nichts verändert. Hier haben wir einen echten Fake. Die Jahresendfigur. Natürlich hat Lind den Weihnachtsmann niemals umbenannt. Der hieß immer Weihnachtsmann, heißt auch weiter Weihnachtsmann. Da hat einem einfach jemand das Etikett ausgetauscht und Jahresendfigur mit welchem Bildbearbeitungsprogramm auch immer hingeschrieben. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahlwerbung pur. Hier in Österreich gibt es ja die rechtspopulistische Partei FPÖ. Die hat diese Anzeige in einer Zeitung geschaltet. Der Nikolaus darf nicht sterben. Unser Brauchtum, unsere Tradition. Ja, das Ding ist jetzt 2 Jahre alt ungefähr, diese Anzeige. Damit wird also auch parteipolitisch gespielt, dass angeblich unsere Traditionen verloren gehen. Das ist ganz neu. Ich weiß nicht, wer von euch mitgekriegt hat. Aldi verkauft seit wenigen Wochen einen Herbststern. Anstatt Weihnachtsstern heißt der derzeit Herbststern, beziehungsweise mittlerweile heißt er Winterstern. Warum macht Aldi das? Logisch, wir sind noch nicht in der Weihnachtszeit, aber sie möchten das Produkt verkaufen. Völlig normale Taktik, einfach ein Produkt der Saison anpassen. Hat aber nichts mit einer Islamisierung oder Ähnlichem zu tun. Wir verlieren auch nicht unsere Tradition. Aldi möchte nur ein bisschen mehr Blumen verkaufen, letztendlich. Das ist von letzter Woche. AfD-Mann Stefan Brandner, und der hat es faustdick hinter den Ohren gehabt, der hat bewusst eine Falschmeldung in die Welt gesetzt. Er hat einen Kinderkalender fotografiert und drüber geschrieben, ganz früher hieß der doch mal Adventskalender, oder? Und hat so getan, als ob der umbenannt wurde. Was Brandner absichtlich gemacht hat, wie sich später herausstellte, er hat den Kalender von hinten fotografiert. Vorne steht natürlich noch Adventskalender drauf. Also das ist natürlich bewusste Manipulation. Und so wie daneben, wie man sieht, ist aus dieser Woche noch, ist erst wenige Tage her, Smarties hätte den Nikolaus umbenannt, er heißt jetzt Klapperklaus. Hat Smarties nicht. Der hieß immer schon Klapperklaus, weil da drin sind die Smarties und wenn man den schüttelt, dann klappert der halt. Das sind alles so diese Scheinbeweise, die gibt es natürlich auch für Ostern, aber jetzt zu dieser Jahreszeit häufen sich die eher. Das Ganze hat was mit Manipulation zu tun. Da wird halt
absichtlich da Wert drauf gelegt, dass Menschen in die Irre geleitet werden. Und das ist das, was wir täglich im Moment haben. Also was ich in letzter Zeit sehr oft beobachte, ist, dass Bilder, Fotos aus dem Kontext gerissen in neue Meldungen gepackt werden. Also ich habe jetzt hier gerade mal, da gibt es so eine Internetseite, mimikrama.at. Erster Artikel, der mir da aufgefallen ist, Faktencheck, Müll in Augsburg vor dem Asylantenheim. Also gerade wenn es um Flüchtlinge und um Müll geht, so hinterlassen die unsere Gaben, unsere Heime. Oder wo ich es auch sehr stark gemerkt habe, war bei der Friday for Future Bewegung, dass danach eben Müllberge fotografiert wurden, die komplett aus dem Kontext gerissen wurden und dann eben gesagt hat, so hinterlassen die Jugendlichen dann eben die Straßen. Und das ist mir in letzter Zeit sehr, sehr oft über die Facebook-Timeline gelaufen. Mich würde jetzt mal interessieren, auch mal so die Anwesenden, die Gäste hier, kommt euch bis dahin mal so irgendwie was bekannt vor oder habt ihr auch schon mal, ich sag mal, solche Meldungen im Netz gesehen, auf Facebook oder wie auch immer, wo ihr gesagt habt, das kann doch irgendwie nicht sein? Und was waren das für Meldungen natürlich? Möchte jemand was dazu sagen? In Kassel sitzen so viele Leute. Ist da so der Begriff mit den Falschmeldungen? Ist das irgendwie was ganz Ich Neues glaube, oder hier ist kommt das was. schon Moment, mal? bleiben Sie sitzen. Hier Ja, kommt super, danke schön. also zumindest Anmerkung. Ja, hallo. Ja, hallo, ich bin der Günther aus Kassel und in den sozialen Medien bin ich letztendlich nur bei Facebook. Und da erreicht mich sehr vieles, was mir bedenklich erscheint. Die Leute kenne ich persönlich, das lösche ich meist. Und dann sind sie manchmal erschrocken drüber, wenn ich mich mit ihnen unterhalte, was sie geteilt haben, wo sie sich von dem Inhalt nicht ganz im Klaren sind, was sie geteilt haben, sondern schnell mal draufgedrückt. Auf den ersten Moment wirkt es witzig, aber es ist nicht besonders witzig. Das sind so Dinge, die ich mal festgestellt habe. Okay, das ist. Danke. Okay, danke schön. Sonst noch irgendwelche Erfahrungen mit Falschmeldungen, seltsamen Nachrichten in den Netzwerken? Okay. Alle Meldungen mit Trump. Alle Meldungen mit Trump? Alle Meldungen mit Trump. Das ist sehr gut zusammengefasst. Danke. Ja, okay. Also wenn sich das, hier kommt Siegbert, schreibt hier noch in dem Chat, Kinderzahl von Geflüchteten und Einheimischen, dramatische Zahlen begegnen mir oft. Und Elke schreibt auch noch die vom umbenannten St. Martinsfest. Ja, ist heute auch nochmal aktuell richtig. Gut, danke schön. Mich würde jetzt mal interessieren, André, wenn ich in meiner Facebook-Timeline oder wo auch immer auf so eine Nachricht stoße, auf so ein Bild. Was kann ich denn machen, wenn ich irgendwie so einen leichten Hauch an Zweifel habe, um ja sicher zu gehen, ob diese Meldung jetzt wahr ist oder nicht? Da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, die man machen kann. Wir haben damals diesen sogenannten Sechs-Schritte-Plan ausgearbeitet. Das lag einfach daran, weil es gab immer wieder irgendwelche Medien, die kamen zu uns, die haben gesagt, hey, Mimikama, könnt ihr uns nicht mal irgendwas zeigen, wie man das machen kann? Die ersten zwei Schritte haben wir im Grunde genommen schon hinter uns jetzt heute gebracht. Also Schritt eins ist, man sollte sich selbst kennen, seinen eigenen Informationskonsum kennen, wissen, was man glaubt und was man nicht glaubt. Das ist ganz wichtig, weil man selbst fällt auch auf Falschmeldungen rein, wenn man sie für richtig hält. Das heißt, im zweiten Schritt sollte man halt schulen, welche Narrative gibt es, welche Geschichten gibt es. Gibt es, auf welche Geschichten werde ich aufmerksam und auf welche nicht. Der Schritt drei dann ist der nächste, der bedeutet, dass man halt wissen muss, wer schreibt etwas. Man muss also, wenn ich auf Webseiten bin, die ich nicht kenne, muss man ins Impressum schauen, dass ich halt gucke, wer steht dahinter. Wenn ich eine Nachricht von jemandem geschickt bekomme, dann muss ich halt wissen, okay, woher hat der die Nachricht? Ist das nur irgendein unsinniger Kettenbrief oder ist das was Wichtiges? Ist das ein Augenzeuge berichtet oder wurde das einfach nur kopiert? Bei Webseiten ist es dann glücklicherweise einfacher, weil eine Seite mit einem seriösen Impressum hat halt viele nachvollziehbare Ansprechpartner. Eine unseriöse Seite eben nicht. Bei Nachrichten aus privater Hand wird es dann schwieriger.
Das bedeutet aber auch, ich muss meine Quellen kennen und dementsprechend wissen, wie die arbeiten. Da gibt es von der Kollegin Ingrid Brodnik einen ganz tollen Satz: Je mehr eine Webseite behauptet, sie sage die Wahrheit, desto weiter ist sie davon entfernt. Das kann man sich tatsächlich merken. Das heißt, wenn ich etwas lese und da steht drüber die wahre Wahrheit und alles, dann ist es nämlich exakt das nicht meist. Das ist so eine kleine Faustregel. Wenn ich halt geguckt habe, wer der Absender ist, geht es halt weiter, der inhaltliche Gegencheck. Das heißt, ich sollte nach Möglichkeit so ein bisschen Suchmaschinen beherrschen. Ich muss halt gucken, wer schreibt noch darüber, schreiben seriöse Webseiten darüber oder nur unseriöse Blogs oder irgendwelche Privatpersonen. Also da muss ich schon ein wenig schauen. Dementsprechend ist es auch wichtig, dass ich Webseiten beherrsche, Suchmaschinen beherrsche. Spannend ist, nur so ein kurzer Einschub, die meistbenutzte Suchmaschine ist Google. Das heißt, das, was ich jetzt gleich hier zeige, ist anhand von Google. Also seit Jahren schon liegt Google bei einer Nutzungsrate von über 50%. Die anderen werden tatsächlich kaum genutzt. Suchmaschinen. Ja, wenn man halt Suchmaschinen nutzt, Textsuche, gibt es daneben auch die Bildersuche. Die nutzen wir sehr häufig. Das heißt, wir nehmen Bilder und schmeißen sie rückwärts in die Suche rein, sodass wir herausbekommen, wo ein Bild noch benutzt wird und in welchem Kontext es dort benutzt wird. So wie eben beispielsweise mit der Zapfpistole. Da haben wir über die Rückwärtssuche gefunden, wo die Zapfpistole wirklich herkommt. Das ist recht einfach, diese Rückwärtssuche zu nutzen. Also man kann das üben. Das Internet geht davon auch nicht kaputt, da muss man keine Angst haben. Wir nutzen, um Bilder vorher zu speichern, ein Tool, das nennt sich Greenshot. Das hat den Vorteil, mit diesem Tool kann man Bilder abfotografieren auf dem Bildschirm. Das macht es recht einfach. Greenshot hat eine einfache Menüführung und ist komplett auf Deutsch, was ich sehr bevorzuge in dem Fall. Das macht es wirklich einfach. Das bedeutet, wenn ich dieses Tool installiert habe, kann ich über einen bestimmten Bereich meines Bildschirms, wenn ich also ein Bildschirmfoto mache, damit gehen, der wird abgespeichert und dann kann ich dieses Foto anschließend in die Suchmaschine bei Google in die Bilderrückwärtssuche senden. Wie geht das? Ich mache Google auf, oben rechts steht Bilder und das klicke ich an. Jetzt habe ich eine leicht veränderte Suchmaske. In dieser Suchmaske, in diesem Feld, ist ein kleiner Fotoapparat aufgemalt. Wenn ich diesen Fotoapparat anklicke, fragt mich Google, ob ich eine URL, also eine Adresse einfügen will oder ob ich ein Bild hochladen möchte. Dadurch, dass ich ja eben ein Bild abgespeichert habe mit meinem Screenshot-Tool, sage ich einfach Bild hochladen. Das ist eine von mehreren Möglichkeiten, wie man das hochladen kann. Es gibt noch die Möglichkeit, ein Bild da reinzuziehen. Oder das Einfachste ist, wenn ich den Browser Chrome nutze, kann ich ein Bild mit einer rechten Maustaste anklicken und dann steht da schon mit Google nach Bild suchen. Also das ist wirklich der einfachste Weg vom Ganzen. Und natürlich gibt es auch neben Google noch andere Suchmaschinen wie TinEye oder die russische Suchmaschine Yandex. Das ist jetzt für die Profis, die schon öfter mit der Suche gespielt haben. Wenn Google mal kein Bild ausspuckt, lohnt es sich, Yandex zu nutzen, weil Yandex halt als russische Suchmaschine einen anderen Suchkatalog abbildet. Was passiert dann? Ja, ich kriege, egal was für eine Suche ich starte, ob Textsuche, ob Bildersuche, immer Suchergebnisse in der Suchmaschine, doch die muss ich dummerweise filtern. Das heißt, nicht jedes Suchergebnis ist gleichwertig, denn ich suche ja meist immer nach der ursprünglichsten Stelle. Und diese ursprünglichste Stelle bekomme ich heraus, indem ich den Zeitfilter einsetze. Filter bekomme ich dann an, indem ich unter der Suchleiste rechts den Begriff Tools anklicke und dann ploppt noch so ein kleines Feld auf und da habe ich den Zeitfilter. Da steht dann beliebige Zeit drin und da klicke ich halt das an und dann unten auf Zeitraum festlegen. Und jetzt wird das Spannende. Wenn ich die ursprünglichste Variante einer Seite raussuche, muss ich halt immer weiter im Schachtelprinzip in die Vergangenheit suchen. Das heißt, ich gebe einen Suchzeitraum an. Nehmen wir mal als Beispiel den Begriff Mimikama. Wann tauchte der zum ersten Mal im Internet auf? Das heißt, ich tippe Mimikama ein und setze den Suchfilter auf, in diesem Fall 1970 bis 2013, weil ich weiß, Mimikama ist so Anfang des Jahrzehnts entstanden. Und jetzt kriege ich Suchergebnisse, die mir sagen, okay, da ist ein Beitrag von 2012, noch einer von 2012. Also kann ich den Filter noch enger machen. Ich kann also sagen, nicht 1. Januar 2013, sondern 1. Januar 2012 als Ergebnis. Und dann komme ich in diesem Schachtelprinzip, das mache ich halt mehrfach, irgendwann zu der ältesten findbaren Stelle, wo dieser Begriff
erwähnt wurde. Und dann habe ich tatsächlich die ursprünglichste Stelle, die muss ich natürlich bewerten, ist die seriös und so weiter. Aber anhand dieser Stelle arbeite ich dann anschließend. Ähnlich geht das auch mit der Videosuche. Amnesty International hat ein Tool entwickelt, also ein Werkzeug entwickelt, mit dem man nach Videos suchen kann. Funktioniert sehr ähnlich. In diesem Fall werden halt Videos in Bilder zerschnippelt und dann werden diese Bilder einzeln gesucht. Also so kann man Inhalte verifizieren, indem man halt immer danach sucht, wo kommen sie her und wer hat als erstes darüber geschrieben und in welchem Kontext stehen sie. Wichtig ist aber auch, dass man die Parallelstellen zu dieser, aus dieser Zeit zu Rate zieht und guckt, was die darüber schreiben. Okay, das war erstmal ein sehr, sehr umfangreicher Einblick. Super, vielen Dank. Was mir dabei noch einfällt oder was auch noch eine schöne Hilfe ist, die Seite HoaxMap, sagt, die haben, glaube ich, auch mit euch zusammengearbeitet. Möchte ich euch mal kurz zeigen. Das war hoaxmap.de, ne? Nee, ich glaube org. Org. Genau, richtig. Richtig, genau so. Und zwar kann man sich hier Falschmeldungen auch anhand einer Karte im Prinzip orientieren und nach Schlagwörtern. Das heißt, gerade wenn man regional irgendwie von Falschmeldungen auch betroffen ist, das sollte in meinem Ort passiert sein, hat man hier in einer Karte wirklich die Möglichkeit, regional, ich sag mal, nach Falschmeldungen auch zu gucken. Hier in Limburg zum Beispiel war das Gerücht, 3 Ausländer haben eine Frau überfallen, mit dem Messer bedroht und ausgeraubt. Und verlinkt ist da eben die entsprechende Widerlegung von diesem Gerücht und der Falschmeldung. Ja, bei der ganzen Vielfalt von Falschmeldungen und kommt ihr da mit 2 Personen überhaupt noch hin im Verein? Nein, wir sind auch grundsätzlich nicht nur 2 Personen, also wir sind 2 Hauptamtliche vor Ort, die sich um den gesamten Apparat kümmern. Das heißt, hinter Mimikama, in dem Verein steckt ja noch mehr als nur diese redaktionelle Arbeit. Ich zum Beispiel mache noch die Pressearbeit hinzu, gebe die ganzen Vorträge, die Kursen, bin halt im Monat 3 bis 4 Mal unterwegs, quer durch Deutschland und Österreich und der Schweiz auch teilweise. Der Tom Wannmacher, der Gründer, hat sich auch noch um andere Sachen mitzukümmern. Das heißt, er muss die gesamten Geschäftstätigkeiten regeln, er muss die Buchhaltung mitregeln und so weiter. Wir haben ein Team von im Moment knapp 30 ehrenamtlichen Mitarbeitern, die sich aufteilen in Recherche, in Lektorat, in Zusatzautoren. Das heißt, da wir, die helfen uns vor allem beim Recherchieren, dass wirklich Ergebnisse sauber nachgeguckt werden. Und natürlich darf man nicht vergessen, dass jede einzelne Nutzerin und Nutzer Teil der Community ist und uns dementsprechend auch schon Hinweise gibt, wo etwas herkommt und was dahinter stecken könnte. Ja. Bei unseren Auftaktveranstaltungen im Smartphone-Entdecken-Projekt hatten wir den Peter Knack noch mit dazu geschaltet. Der ist Journalist und Datenschutzbeauftragter von der Stiftung Warntest in Berlin. Und der Peter, der hatte einen ganz tollen Spruch, und zwar, wenn du dem Weg der Authentizität nachgehen willst, folge dem Weg des Geldes. Ja, was ja bei der Stiftung Warentest ja auch immer ausschlaggebend ist. Wer bezahlt denn eigentlich die Tests? Wie fallen die dann aus? Frage ich dich jetzt natürlich auch, wer bezahlt euch eigentlich oder wie finanziert ihr euch? Mhm. Steckt da irgendwo ein großes Verschwörungskonglomerat da hinten dran? Wunderbar. Ich schalte dazu ganz einfach mal ganz weit am Anfang meiner Präsentation, weil das normalerweise immer ganz am Anfang zu den Sachen gehört, die ich erzähle. Ja, Mimikama natürlich braucht irgendwo Geld, das ist klar. In erster Linie finanzieren wir uns natürlich durch Spenden und durch Einnahmen der Werbung auf unserer Webseite. Mimikama ist kein Hochglanzprojekt, das irgendwo mal von irgendeiner Stiftung und sonst irgendwas in die Welt gesetzt wurde. Oder es steht auch nicht irgendwo ein großer Topf von Geld dahinter, sondern das, was ihr da seht, das links bin tatsächlich ich in meinem früheren Leben. Und der Tom Wannmacher, der ist gelernter Zuckerbäcker und wir beide leiten halt jetzt Mimikama. Also wir selbst sind davon abhängig von den Einnahmen, die wir generieren.
Unser größter Werbepartner auf unserer Webseite, das ist auch kein Geheimnis, ist Kaspersky. Das heißt, die unterstützt uns vor allem in dem Bereich, wenn es darum geht, Phishing, Viren, Trojaner zu untersuchen. Inhaltlich in dem Sinne, es gibt niemanden, keine geheimen Geldgeber und wir schreiben wirklich frei von der Leber das, was wir glauben und was wir meinen, dazu recherchieren zu müssen. Also es gibt niemanden, der uns beeinflusst auf die Themenauswahl. Cool. Das heißt, du hast Theologie studiert und bist Pfarrer? Ich habe Theologie studiert und habe kurz vorher abgebrochen, weil ich habe in der evangelischen Landeskirche studiert und da haben sie uns zeitig gesagt, das war noch im Ende des letzten Jahrtausends, dass die Kirche wohl weniger als 50% der Studierenden aufnehmen wird. Und dann habe ich tatsächlich die Notbremse damals gezogen. Aber die Methodik, wie ich sie gelernt habe, wende ich heute 1:1 an. Das heißt, Falschmeldungen entlarven ist nichts anderes wie das, was wir damals im Studium gemacht haben, nämlich die Bibel auf Herz und Nieren prüfen. Das ist ein ganz interessanter und spannender Ansatz. Klasse. Ich verarbeite jetzt einfach mal, was du gerade alles erzählt hast. Vielleicht gibt es hier ja nochmal Rückfragen. Im Chat kommt noch ein Beitrag vom Stefan Karlhuber. Genau, da ging es auch nochmal um die wahrgenommenen Falschmeldungen. Oh ja, ganz, ganz bekannt, der vermeintliche Einspruch gegen die Nutzung der Inhalte durch Facebook. Ja, Wahnsinn. Kettenbriefe sind immer großartig, weil so viele auf Kettenbriefe reinfallen. Das Spannende ist, dass es nicht unbedingt nur Kinder sind, die auf Kettenbriefe reinfallen, sondern auch unwahrscheinlich viele Erwachsene, die immer drauf reinfallen. Ich war letzten Freitag an einer Schule. Jetzt habe ich euch zur Seite geschoben. Letzten Freitag an einer Schule, war ich in den Siebtklassen. Beim Thema Kettenbriefe haben die mir halt erzählt, was sie so kennen. Die kriegen meist immer irgendwelche Horrorkettenbriefe, wo es dann geht, schick den weiter, sonst kommt ein Geist heute nach 12 Uhr und bringt dich um. Erwachsene wiederum haben nicht weniger Kettenbriefe, aber die sind halt anders. Da kommen dann beispielsweise gerade auf Social Media, auf Facebook, diese Widersprüche gegen die Facebook-AGB hervor. Oder es gibt diese im Moment sehr beliebt die Rauchmelderkontrolleurwarnung Kettenbriefe. Das heißt, es gibt, ja, die sind sowieso sehr interessant, da hole ich kurz aus. Also das sind Kettenbriefe, die beginnen mit, wir haben Meldung intern von der Polizei, dass im Moment Betrüger unterwegs sind, die sich als Rauchmelderkontrolleure ausgeben und die man nicht in die Wohnung lassen soll. Das ist tatsächlich ein Kettenbrief aus dem Jahr 2016. Punkt. Das Problem ist, diese Dinger sind self-fulfilling, also die erfüllen sich selbst, denn es gibt diese Methode der Rauchmelderkontrolleure. In dem Moment kann man also nicht sagen, es handelt sich um ein Fake, sondern wir haben zum einen den Kettenbrief, der mittlerweile ein Symbol für die tatsächliche Betrugsmethode ist. Und wenn man den halt bekommt, sollte man erstmal fragen oder generell im Ort bei der Polizei nachfragen, ob diese vor Ort gesichtet wurden. Und dann kann man entscheiden, habe ich einfach nur ganz billig den Kettenbrief weitergeleitet bekommen oder steckt da wirklich in dem Moment was hinter? Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz spannendes Thema. Ich sehe das sehr oft mit den Kettenbriefen. Ich sag mal, bei Kindern und Jugendlichen, gerade über WhatsApp, kommt man eigentlich an Kettenbriefen kaum noch vorbei. Mhm. Weil die Kinder sind jetzt auch gerade, ich sag mal so, in dem smartphone-fähigen Alter. Und da muss man so schon irgendwie eine Strategie haben, wie man damit umgeht. Ich nehme jetzt mal so eine ganz populäre Position ein und sage, ich bin noch mit Wählscheibentelefon und innerdeutschen Ferngesprächen groß geworden. Ich durfte erst ab 18 Uhr mit einer Call-by-Call-Rufnummer telefonieren. Ich habe sowas ja nie gelernt. Wie kann ich mich denn damit beschäftigen oder ist das für mich jetzt irgendwie hoffnungslos und muss ich einfach der nachfolgenden Generation sich damit jetzt alleine überlassen? Oder hast du konkrete Ideen oder Vorschläge, wie man sich auch als Nicht-Betroffener mit dem Thema auseinandersetzt, um kompetent in seinem Alltag und Umfeld damit umgehen zu können? Einen großen Sprung, den man in Sachen Kompetenz machen kann, ist die eigene Entschleunigung. Das heißt, dass man sagt, okay, das, was ich jetzt sehe als neuen Inhalt,
verarbeite ich jetzt erstmal langsam, ganz in Ruhe und muss erstmal verstehen, was steckt dahinter, was bedeutet das, sei es eine Technik oder sei es ein Inhalt von Social Media oder ein Kettenbrief, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Einfach, dass man nicht hastet, denn in dem Moment, wo man hastet, macht man Fehler. Das ist völlig normal, das passiert dann in allen Dingen des Lebens irgendwo und dementsprechend kann ich immer nur raten, grundsätzlich den Informationskonsum zu entschleunigen, sich einfach darauf zu konzentrieren, was habe ich vor mir liegen, was steckt dahinter und wie kann man damit umgehen. Und damit ist man dann immer grundsätzlich gut dabei und dann kann man anschließend auch ja, gut mithalten. Also ich habe beispielsweise einen guten Bekannten, der Herr ist 83, mit dem unterhalte ich mich oft und gerne und der Mann ist auch im Internet unterwegs und der ist auch firm in der ganzen Geschichte. Er hat auch Ahnung und der ist halt bewusst und langsam in seinem Informationskonsum und weiß dementsprechend, was er da macht. Es gab ja früher mal so das Sprichwort, ich muss nicht alles wissen, ich muss nur wissen, wo es steht. Ich bin ja der Meinung, das zählt heute nicht mehr. Ich weiß, wo es steht, nämlich bei Wikipedia, in YouTube und unter Google. Ich glaube, heute muss es eher heißen, ich muss wissen, wie ich die gefundene Information bewerten kann. Ja? Jetzt gerade für, ich sag mal, Menschen, die eben nicht mit dieser Technik aufgebaut oder aufgewachsen sind. Du hast ja gesagt, man muss sich entschleunigen. Ich glaube, einfach mal den Kopf einschalten und nachdenken ist manchmal auch nicht so ganz verkehrt. Aber gibt es irgendwie, wenn ich jetzt sage, gibt es Hoffnung für die ältere Generation, mit dieser Herausforderung umzugehen? Was würde dir dazu einfallen? Ich glaube, du hast einen negativen Ansatz. Gibt es Hoffnung? Ich finde, es geht immer, weil es ist da. Wir können ja nicht vorweglaufen in dem Sinne. Ja, es sind ja auch. Ich sehe es ja um mich herum, dass alle wirklich schleichend in den Prozess reinkommen. Es ist ja auch ganz spannend, dass die Social-Media-Portale, die unterschiedlichen, je nach Alter anders genutzt werden. Wir haben die ältere Generation, 60 plus, die unwahrscheinlich gerne WhatsApp nutzt. Ja, das sind unwahrscheinlich viele bei WhatsApp und chatten und tun und machen und schicken Bilder und Videos und kennen sich gut mit WhatsApp aus. Dann die Generation, ich sag mal so, 35 bis 55, die wiederum auf Facebook stärker anzutreffen ist und die jüngere Generation definitiv Instagram und TikTok. Also ich beispielsweise tue mich mit TikTok unwahrscheinlich schwer für all diejenigen, die nicht wissen, was TikTok ist. Das ist auch eine Social-Media-Plattform und da kann man Playback singen, macht also so Videos und coole Bewegungen und tanzt dazu und postet die dann oder man macht nur Textvideos und die anderen kommentieren darunter. Da gibt es wirklich über 40 kaum Leute. Und wie gesagt, die WhatsApp-Generation ist die ältere Generation. Und da kommen alle in ihrem Metier dann gut zurecht, wenn sie sich auch anfangs dann zurechtgefunden haben. Also dementsprechend funktioniert das. Meine Mutter, die kommuniziert mit mir über WhatsApp, ich komme manchmal gar nicht hinterher. Ja, also es ist so viel Zeit verbringe ich da gar nicht in dem Medium. Ich überlege gerade, was ich jetzt fragen wollte. Ich hatte den Gedanken jetzt hier, ich hätte mir mal aufschreiben sollen, genau. Es geht ja darum, dass wir lernen müssen, mit dieser Informationsvielfalt, mit dieser Flut auch umzugehen. Und was uns, ich sag mal, auch öfter durch Medien und auch seitens der Regierung immer wieder als Forderung begegnet, das sind Forderungen an die Betreiber, dass es dort technische Mechanismen gibt, die eben solche Falschmeldungen herausfiltern oder die eben eine technische Kontrolle darstellen sollen. Wie stehst du denn zu solchen technischen Kontrollmöglichkeiten? Das Problem ist, dass dadurch immer viel zu viel vereinfacht wird. Also wir reden hier davon, ja, Fakes dürfen nicht erscheinen. Das Problem ist, wann ist etwas ein Fake und wie ist dieser Fake einzusortieren? Es gibt ja diese sogenannten Hybridfälschungen, die hast du schon mal angesprochen, dass jemand ein echtes Bild nimmt und einen falschen Text dazu setzt. Wie soll man das jetzt rausfiltern? Das Bild an sich ist ja kein Fake. Das ist nur die Beschreibung des Ganzen. Facebook hat das in meinen Augen schon ansatzweise recht gut gelöst, indem drunter geschrieben wird, ein unabhängiger Faktenchecker hat das überprüft und ist zu folgendem Ergebnis gekommen. Also
eine Wahrheit, oder Wahrheit ist auch so ein schwieriger, dehnbarer Begriff, eine Behauptung im Netz hat ja auch mehrere Seiten. Manchmal kann man ja auch einfach etwas ausblenden, dadurch verfälscht man, oder man interpretiert etwas falsch, dadurch verfälscht man, aber der Grundaspekt ist dementsprechend nicht falsch. Also ich selbst habe diesen klassischen bildungsromantischen Ansatz, dass wir einfach alle lernen müssen zu erkennen, was geschehen ist, wie eine Information verdreht wurde oder ob überhaupt an einer Information was verändert wurde. Und vor allem zu erkennen, dass etwas vielleicht einfach nur stark interpretiert wurde, wie viel Meinung steckt in einem Beitrag drin. Das sind so Dinge, meine Ansätze halt. Also ich bin da schon liberaler etwas. Wir müssen lernen, das zu erkennen, wie und wo. Also ich frage jetzt mal, wir haben bei uns, also in Deutschland immer eine ganz starke Diskussion, inwieweit diese Art der Kompetenzvermittlung Aufgabe der Schule zum Beispiel sein soll. Ja? Also gerade was Medienumgang und Medienerziehung angeht, gibt es eine ganz klare Position, das ist Aufgabe der Eltern und die Schule, da gibt es denn doch eher Verbote, sich damit auseinanderzusetzen, sodass sie eigentlich offiziell auch gar nichts machen können. Wo siehst du da die Bildungshoheit? Gibt es überhaupt eine Bildungshoheit oder müssen wir alle uns damit beschäftigen und gemeinsam einen Weg finden? Wir haben ein ganz anderes Problem an ganz anderer Stelle. Jeder spricht von, jeder will es, aber keiner will es bezahlen. Und da kann man einen Punkt hinter diesen Satz setzen, denn das ist schlichtweg so. Ich werde von vielen Schulen eingeladen oder angefragt, aber am Ende merkt man dann doch immer, dass deren Budgets dann klamm sind oder dass vieles nicht funktioniert. Die Politik schwingt viele große Worte, auch aus der Richtung teilweise, wo sie gar keine Ahnung von haben, wo man sagt, du hast jetzt überhaupt gar keine Ahnung von dem Satz, den du gerade gesagt hast. Und letztendlich gibt es kaum Mittel, die wirklich ja das Ganze unterstützen, dass auch Schulen, also ich bin schon der Ansicht, dass das an Schulen beigebracht werden sollte, aber eben durch Externe, so wie man es früher aus dem Aufklärungsunterricht kannte, dass Externe an die Schulen kommen und das beibringen. Denn auch viele Lehrer haben Defizite in der ganzen Sache, wissen teilweise nicht mit Online-Medien umzugehen oder sind auf Social Media nicht präsent und kennen dementsprechend einige Sachen nicht. Aber das wird halt nicht flächendeckend gezahlt oder da passiert einfach nichts, muss man ganz klar sagen. Denn ich kriege es ja mit, wir arbeiten ja mit Ministerien teilweise zusammen, speziell hier in Österreich, und man merkt, da passiert zu wenig einfach. Ja, wahrscheinlich müssen wir alle dann noch so ein bisschen an unserem Selbstverständnis arbeiten, wie wir Medien nutzen, wie wir damit umgehen. Denn je selbstverständlicher die Nutzung digitaler Medien ist, desto ich sag mal, inniger gehen wir ja auch damit um und desto intensiver beschäftigen wir uns ja auch damit und dann eventuell auch mit solchen Themen Authentizität oder Bewertung eben von Hintergründen, von Informationen. Ja, wir nähern uns so langsam dem Ende der Stunde. Ich sollte dich noch vor 5 Minuten an ein tolles Beispiel erinnern, das mache ich jetzt hiermit. Für mich jetzt aber noch so die Frage, Mimi Kamo, an euren Verein, also wenn ich konkret Fragen habe oder Probleme habe, ich kann euch ja auch anschreiben oder nachfragen, aber du sagtest, ich bin vorhin zu negativ, jetzt möchte ich mal zu positiv sein. Was kann ich denn tun, um euch zu unterstützen, dass ihr eure Arbeit weitermachen könnt? Gut, also grundsätzlich ist Anschreiben schon mal ganz richtig. Also Futter müssen wir immer bekommen, zu wissen, was zu tun ist. Das ist für uns gut, denn wir wollen ja gerne unsere Stellung so, wie wir sind, behalten. Ein Besuch der Webseite ist auch immer gut, denn dadurch finanziert sich das Ganze natürlich. Spenden sind jederzeit willkommen. Und ja, wer uns Falschmeldung schickt und schon einen Auflösungshinweis schickt, damit ist uns natürlich auch grundsätzlich immer geholfen, weil wir dann wissen, in welche Richtung wir zumal schon schauen können. Also das sind so die Grundpfeiler, wie man uns hilft. Ich meine, du hast bis jetzt auch noch gar nicht eure Seite gezeigt. Dann will ich das einfach auch nochmal nachholen, mimikama.at. Und hier ist ja auch schon sehr prominent, wo zweifach sogar die Buttons mit Fake melden. Und ja, der von dir bereits erwähnte Kaspersky-Rabatt. Und hier kann man auch alles nochmal über euch nachlesen. Ja, gut.
Du hattest jetzt noch ein Beispiel? Genau, die Details wollten wir am Ende noch eingehen. Richtig, richtig. Die Details, warum das Ganze so Spaß macht auch manchmal bei uns. starten ab Folie. So. Und zwar, vieles ist ja auch, dass wir Bilder reinkriegen und die untersuchen müssen. Und da geht es halt schlichtweg um Details. Und das macht halt so richtig Spaß. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland noch im Kopf ist. Das war ja Mitte des Jahres, Mai, Juni, das große Thema in Österreich. Ja, da waren der Herr Strache und der Herr Gudenus auf Ibiza in dieser tollen Villa. Und da gab es dieses Video, was ja zum großen Sturz der Regierung letztendlich geführt hat. Und damals hieß es, diese Ibiza-Villa wäre gemietet und man könnte die bei Airbnb mieten. Und dann haben wir das nachgeguckt, ob das stimmt, und haben halt dieses Foto, wie wir es jetzt gerade sehen, auf Airbnb gefunden. Wenn man so hinguckt, ja, da sieht man den Schrank, passt der Schrank, die Lampe und die Tür, ja, passen auch, ne, und den Tisch, passt. In diesem Fall wäre verifiziert, dass das ein und dieselbe Örtlichkeit ist, dass man also diese Villa wirklich mieten könnte. Dann ist uns eine Sache aufgefallen. Ja. In dem Video sieht man hinten, ich habe es mal eingekreist, einen Lichtschalter, aber auf der Anzeige auf Airbnb sieht man nicht diesen Lichtschalter. Und jetzt haben wir wieder, oder jetzt arbeitet man wieder so, wie man es im Theologiestudium gelernt hat, nämlich wenn man die vier Evangelien nebeneinander legt, guckt man, was haben die alle gemeinsam und was haben die nicht gemeinsam und warum hat der eine Information, die der andere nicht hat. Das haben wir hier auch gemacht. Warum ist auf dem einen ein Lichtschalter und auf dem anderen nicht? Und dann ist aufgefallen, es ist kein Lichtschalter, das war einer dieser Kameras, die heimlich die beiden Politiker gefilmt hat. Das heißt, so haben die ihre Kameras versteckt. Das so zum Thema Details. Das war großartig, dieses Sozialamt Chemnitz, diese Freikarte, die angeblich Flüchtlinge bekommen, mit denen sie sich dann Smartphones kaufen können. Da haben wir auch damals die Anfrage gekriegt und haben geguckt, oh Gott, da passt doch was nicht, und haben verschiedene Kleinigkeiten gemerkt. Einmal oben dieses Ausrufezeichen 1 und so weiter. Das kann man sich merken, wenn jemand auf Social Media einen Satz schreibt, ganz viele Ausrufezeichen und ein paar Einsen dazwischen mogelt, ist das meist ein Zeichen von Ironie. Das heißt, jemand meint diese Aussage ironisch. Dann der Poststempel, das Problem heißt Rassismus, der war schon ein bisschen komisch. Und dann hatte ich ja gesagt, Kollege Tom war eine Zeit lang auch Grafikdesigner und der hat bei dem Ganzen gesagt, du, sollen wir mal gucken, ob dieser Strichcode vielleicht irgendwas sagt. Hat einer von euch gerade das Smartphone zur Hand? Ja. Erst einfach mal abscannen, wenn das möglich ist. Ich sehe nämlich, dass hinten die Videoleiste da, die muss ich ein bisschen minimieren. So, einfach mal abscannen, was euer QR-Code-Scanner da sagt. Nee, der sagt gerade gar nichts. Ich scanne es ab und dann halte ich meinen in die Kamera. Halt. So, kleinen Moment. Ich habe es gescannt. So, warte, ich mache dein Bild mal gerade groß für alle. Ihr seid alle dumm. Alles klar. Ja, da heißt, da hat absichtlich jemand einen Text versteckt und das aus gutem Grund, denn die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Die Geschichte fängt gerade erst an. Dieser Mann hat gewartet, bis sich sein Bild 15.000 Mal verteilt hat und hat wirklich geguckt. Und dann gibt es auf Facebook einen Trick, den Privatprofile machen können, nämlich man geht auf Bearbeiten beim eigenen Post, lädt ein zweites Bild hoch und löscht das erste Bild. In dem Moment haben alle Menschen, die das erste Bild geteilt haben, nur noch das zweite Bild geteilt. Und das sah dann entsprechend so aus. Auf einmal hatten alle anstatt die sich empört über diesen Abriss, über den Sozialamtsabriss, genau das verteilt. Und wir hatten halt schon durch die Details vorher gemerkt, dass da ein Problem an der ganzen Geschichte war und hatten halt vorher schon gewarnt, Leute, irgendwas passiert da, irgendwer will euch verarschen, aber diese 15.000 Menschen wollten augenscheinlich nicht hören. Klasse, klasse. Also das ist sehr, sehr amüsant. Sehr schön, vielen Dank. Tolles Beispiel, ja. Gut, hat jemand am Ende noch mal eine Rückfrage, die letzten 2-3 Minuten, die wir hier noch haben? Eine Rückmeldung.
So, was würde man dem scheint erstmal nicht so zu sein. Gut, wenn sich im Nachklang noch irgendwas ergibt an Fragen, wie gesagt, unter smartphoneentdecken.de und unter eeb-virtuell.de wird die Aufzeichnung von dem Talk heute Abend auch veröffentlicht, genauso unter YouTube. Ihr könnt einfach Kommentare hinterlassen, die landen genau bei mir und ich werde die natürlich auch alle beantworten. Das heißt, wenn sich da noch irgendwie was ergibt, ja, schreibt es einfach dann in die Kommentare rein und ich werde mich dann entsprechend kümmern. André, dir aller herzlichen Dank für den tollen Einblick in eure Arbeit. Also ich kenne euren Verein ja schon ein bisschen länger und habe ihn auch schon öfter genutzt, auch eure Webseite, wenn es eben auch mal darum geht, ich sag mal, Falschmeldungen zu entlarven und die Hintergründe auch mal aufzudecken. Von daher super tolle Arbeit, wirklich Respekt dafür, ganz großen. Und ja, an alle anderen einfach so mal, wenn ihr die Seite nicht kennt, schaut sie euch an und ja, vielleicht habt ihr ja auch Lust, damit irgendwie aktiv zu werden, wenn ihr irgendwie Nachrichten findet, sich da zu melden oder auch den Verein anderweitig zu unterstützen. Ist auf jeden Fall eine Sache wert. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend. Wir haben jetzt gleich 20 Uhr. Das ist jetzt auch so ziemlich das letzte Webinar in dem Smartphone-Entdecken-Konstrukt. Wir werden jetzt am Mittwoch nochmal zusammenkommen, um nochmal letzte Fragen und Antworten auch nochmal zu besprechen. Und ansonsten fangen jetzt ja diese Woche auch schon wieder die nächsten Vor-Ort-Veranstaltungen an. Das heißt, in Langen sind wir am Donnerstag genau um 19 Uhr im Dekanat Dreieich. In diesem Sinne euch allen einen schönen Abend. Kommt gut heim, wenn ihr es noch nicht seid. Ansonsten, ja, viel Spaß noch auf der Couch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.